So, und da sind wir wieder zurück mit The Book of Unwritten Tales. Schauen wir mal, kann ich hier irgendwas kombinieren? Vielleicht? Nein. Kann ich mit dem Netz was machen? Nein. Okay, und zwar müssen wir uns jetzt auf die Suche begeben nach Reisegefährten, die womöglich sogar ein Luftschiff haben. Zumindest behaupte ich mal, dass ich die beiden jetzt klar machen muss für meine Gruppe. Und dazu müssen wir die gute Orgfrau überlisten. Schauen wir mal. Ach, kann ich jetzt gar nicht mehr dahin, oder was? Ich habe hier in der Stadt zu tun und keine Zeit für einen Spaziergang. Ach so. Okay, das heißt, wir können die Stadt jetzt im Augenblick nicht verlassen. Und das bedeutet, wir müssen die Orgfrau so überlisten. Aber zuerst nochmal in den Magierturm. Denn ich behaupte, mit der magischen Brille können wir das Buch lesen. Die geheimen Texte, die nur Magier lesen können. Klick. Unglaublich. Mit Brille sind die Seiten von oben bis unten eng beschrieben. Ohne sehe ich nur leeres Papier. Die Brille ist also nicht nur schick, sie ist auch nützlich. Wonach soll ich suchen? Sodia. Wollen wir doch mal schauen, was uns erwartet. Sauron, Sauerdrops, Sodbrenn, Sordia. Eine Insel im stillen Meer, vermutlich benannt nach einem vergessenen dunklen Magier. Mehr steht da nicht. Keine Angaben dazu, wo genau die Insel liegt. Äußerst dürftig. Ach, kann man da alles der Ich fand ihn weniger charmant, als ich erwartet hatte. Vermutlich haben wichtige Anführer keine Zeit, höflich zu sein. Adelheid von Trauerbergen, Alabasterverarbeitung, Alistair der Schrumpfwütige, Alistair der Dritte vom Hohen Haar. Ah, hier. Alistair. Mordred Michael Mechthild. Erzmagier. Bla bla bla. Als zweites von vier Kindern geboren. Bruder Markus. Bla bla bla. Zaubererakademie mit Auszeichnung. Merlin Orden erster Klasse. Level 99 Erzmagier. Bla bla bla. Arbeiten über Schafmetamorphosen. Besitzer einiger der mächtigsten magischen Artefakte der Welt. Bla bla bla. Chef des Geheimdienstes der Allianz. Berater des Königs. Bla bla bla. Seltsam. Warum steht da ständig bla bla? Man hätte schon erwarten können, dass sich die Autoren beim Eintrag eines so wichtigen Mannes mehr Mühe geben. Bla bla. Na gut, dann doch nicht. Okay, das hätten wir auch geklärt. Bla bla. Eine riesige Karte des gesamten Landes. Kann ich da vielleicht mit der magischen Brille was drauf sehen? Okay. Betrachten wir mal die Kopfgeldjägerin. Das glotzten sie drauf. Sie sieht wirklich furchteinflößend aus. Ich meine, ich weiß nicht, wie Orgfrauen normalerweise aussehen, aber diese da, mit der würde ich mich nicht anlegen. Ich rede ja, lieber nicht mit ihr, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ich hätte gerne das Schiff. Huhu! Mit ihr reden wir nicht, aber an ihr vorbei. Mein Name ist Wilbur, wer sind Sie? Wer sind Sie? Jemand mit einem kleinen Problem, wie du siehst. Könntest du mir einen Gefallen tun und der grünen Lady dort eins über den Schädel ziehen? Komm schon, Nate. Ich tue hier nur meinen Job. Dummerweise wird mir das den Hals kosten, oder? Anzunehmen. Mich, nicht mir, oder? Sind Sie so etwas wie ein Pirat? Sind Sie ein Pirat oder so etwas? Nein. Ja. Das wird mir manchmal unterstellt, aber ich bin ebenso wenig Pirat, wie Massas hier eine Balletttänzerin ist. Ich bin Kapitän dieses stolzen Schiffs, der Mary. Ich bin freiberuflicher Schatzsucher. Ah, Schatzsucher. Ein Betrüger bist du! Und du bist eine fürchterliche Balletttänzerin. Ich mag Ballett. Sie sind ein Schatzsucher? Dann können Sie mir helfen. Sie suchen professionell Schätze? Dann kennen Sie sich mit untergegangenen Tempeln und so aus? Natürlich. Ich habe alle Himmel bereist. Bin ans Ende der Welt gefahren, habe gegen die Zyklopen gekämpft. Und Dinge gesehen, die man lieber nicht sehen möchte. Massas hier zum Beispiel. Wenn ich Ihnen eine kleine Insel auf einer Karte zeige, können Sie mich noch mal angenommen, ich müsste zu einer bestimmten Insel und würde Ihnen die Insel auf einer Karte zeigen. Könnten Sie mich dorthin bringen? Abgesehen davon, dass ich in einem Käfig sitze, sicherlich. Dann müssen wir sie befreien. Ich bin auch noch hier. Was hat das damit zu tun?
Bis bald. Mach's gut, Kurzer. Ich Captain Nate ist ein Schatzsucher und hat sein eigenes Schiff. Einer wie er könnte genau richtig für mein Team sein. Aber wie komme ich an der Orkfrau vorbei? Und das auch noch ganz alleine? Mit einem mächtigen magischen Artefakt. Was ist das denn für ein Ding? Ich habe so ein Wesen noch nie gesehen. Es hat Ähnlichkeit mit diesem Dämon aus dem Wirtshaus. Vielleicht ist es aber auch nur ein Tier. Es könnte so eine Art Otter sein. Ein Stachelotter. Hi! Was willst du? Würden Sie Captain Nate vielleicht freilassen? Kann ich Sie vielleicht überreden, Captain Nate freizulassen? Kannst es ja mal versuchen. Lassen Sie ihn bitte frei? Nein. Schade, hat nicht funktioniert. War aber knapp. Ich muss weiter. Wenn du den Krämer siehst, dann sag ihm, dass ich ihm die Ohren rausreiße, wenn er nicht bald hier antrabt. Ach, der Krämer. Der Trank verleiht unglaubliche Kräfte. Aber es ist nur noch wenig in der Fiole. Ich werde ihn mir aufsparen. Wie wenig habe ich davon gemacht? Kann ich sie wegzaubern? Nein. Einnetzen? Nein. Mit dem Seil verschnüren? Nein. Kann ich irgendwas mit dem Ding machen? Ich habe dein Seil, guck mal. Das ist doof. So wird das nichts, ne? Aber ich kann sie trotzdem nicht nach oben lassen, meine Liebste. Ich sage es noch einmal. Ich muss dem Erzmagier ein Buch geben. Es ist wichtig. Der Erzmagier kann ich nicht weiß lesen. Nichts von einem Buch. Und glauben Sie mir, was der Erzmagier zurzeit tut, ist viel wichtiger als Ihr albernes Buch. Aber... Ende der Diskussion. Nur Diplommagier oder Leute mit einer Einladung des Erzmagiers dürfen in den Turm. Und um genau zu sein... Momentan noch nicht einmal die. Tut mir leid. Entschuldigen Sie, Frau Elfe. Hallo. Hi. Du bist eine Elfe, oder? Nein. Ja. Und du bist so eine Art Waldkobold? Ich bin ein Gnom. Wilbur Wetterquarz. Meister Wilbur Wetterquarz, mein Name. Du bist Magier? James mit Bond. Diplom. Dann darfst du rauf in die obere Stadt und in den Magierturm? Ich komme gerade von dort. Kannst du mich dorthin raufbringen? Wer sind Sie? Mein Name ist Ivodora Eleonora Clarissa, Prinzessin vom Silberwalddeich. Hui, ihr seid wirklich eine Prinzessin, Frau vom Silberwaldreich? Nenn mich Ivo. Der da heißt Cheep Cheep. Cheep Cheep. Was wollen Sie denn vom Erzmagier? Ich habe zufällig gehört, wie Sie mit der Stadtwache über ein Buch gesprochen haben. Wollen Sie das zum Erzmagier bringen? Ich muss. Es ist sehr wichtig. Kann es sein, dass Sie dieses Buch aus dem Geheimkeller eines Gremlins haben? Eines Gremlins, der kurz zuvor über dem Weißkammgebirge abgeworfen wurde? Raus aus meinen Gedanken, Magier! Sie haben mir den Professor beinahe auf den Kopf fallen lassen. Er hat mich mit einer geheimen Nachricht hierher zum Erzmagier geschickt. Konntest du ihm die Nachricht bringen? Ja, konnte ich. Sie war sehr beunruhigend. Nur so ein bisschen. In dem Buch, das Sie da haben, steht, glaube ich, wo ein sehr mächtiges Artefakt versteckt gehalten wird. Ja, der Gremlin meinte etwas in der Richtung. Er war sehr besorgt. Er hat allen Grund dazu. Der Erzmagier ist fort. Er versucht herauszufinden, wo genau das Artefakt versteckt ist. Und ich soll es dann holen. Heimlich, still und leise. Zusammen mit zwei Freunden. Aber hier in diesem Buch steht, wo das Artefakt zu finden ist. Nur weiß das der Erzmagier leider nicht. Wollen Sie mich helfen, die Insel zu finden und das Diese Artefakt ganze zu retten? Geschichte ist zu groß für einen Gnom. Ich glaube, wir sollten zusammenarbeiten. Ich sollte zu Hause im Elfenhain sein und mir die ewigen Monologe von Onkel Ignazio anhören. Ich bekomme so schon genug Ärger. Aber verstehen Sie nicht? In dem Buch steht, wo ein Artefakt mit göttlicher Macht versteckt ist. Der Erzmagier sucht gerade genau nach diesen Informationen.
Dann nimm das Buch und warte hier auf ihn. Und wenn die Schatten schneller sind als wir? Was, wenn sie die Informationen aus dem alten Gremlin herausgepresst haben, bevor der Erzmagier zurück ist? Ja, was ist dann? Sollen wir allein gegen die Schattenarmee kämpfen? Worum geht es hier überhaupt? Was will die Schattenarmee in die Finger bekommen? Das kann ich Ihnen hier nicht sagen. Wie wäre es damit? Ich bringe Sie irgendwie hinauf zum Magierturm. Dort zeige ich Ihnen die Nachricht des Professors und... Und dann werde ich entscheiden, ob ich dabei bin oder nicht. Abgemacht. Ich komme wieder. Und ich werde warten. Okay, dann sprechen wir mal mit Ihnen. Willkommen, Meister Wilbur. Herr Schildträger, ich muss darauf bestehen, dass Sie der jungen Elfe dort drüben den Zutritt zur oberen Stadt gewähren. Oh, jung. Nö. Aber es geht um das Ding. Was für ein Ding? Das Ding, über das wir mit dem Erzmagier gesprochen haben. Das wichtige Ding. Ach, das. Ich weiß nicht, was du meinst. Es ist nichts Außergewöhnliches passiert. Und wenn dem so gewesen wäre, dann wäre uns verboten worden, darüber zu sprechen. Und es hätte sicherlich eine glasklare Anweisung gegeben, niemanden in die obere Stadt zu lassen. Aber... Egal aus welchem Grund. Haben wir uns verstanden? Ich, als Diplom-Magier, muss mich nun leider verabschieden. Sehr wohl, Meister Wilbur. Den Schrumpftrank habe ich auch nicht mehr. Das ist schlecht. Wenn ich ihr ein Magierdiplom ausstelle. Schauen wir mal, was können wir denn da im Bücherregal holen? Können wir da irgendwas noch rausnehmen? Ich würde mich ja gerne hier hinsetzen und den ganzen Tag Bücher studieren. Aber leider fehlt mir dafür die Zeit. Für mich heißt es wohl Learning by Doing. Okay. Ich lebe wieder und dabei bleibt es hoffentlich noch sehr lange. Dorthin gehe ich nicht wieder zurück. Auch wenn es voll aufregend war. Okay. Was heißt denn wohl? Betrachte den Vogel. Ein bunter Vogel. Wenn es nicht unmöglich wäre, würde ich sagen, er schaut mich vorwurfsvoll an. Ein bunter Vogel. Tja. Hallo Ivo. Hast du schon einen Weg gefunden, wie du mich in die obere Stadt bringen kannst? Noch nicht, aber ich arbeite daran. Nein, wir können ihn nicht gefangen nehmen. Fesseln können wir ihn auch nicht. Können wir sie vielleicht fesseln? Hier, ein Netz. Toll. Da freut sie sich aber. Und ein Seil. Hallo Ivo. Hast du schon einen... Noch nicht. Nein. Lieber nicht. Es hat viel Mühe gemacht, den Trank zu brauen. Da sollte ich ihn nicht einfach verschenken. Was mit dem Netz? Sie ist kein Magier. Ich kann so ein geheimes und prachtvolles magisches Instrument doch keiner Nicht-Magierin geben. Naja, stimmt, hast du recht. Moment, und wenn ich ihr das Magierdiplom gebe, was auf meinen Namen ausgestellt ist? Können wir hier irgendwas? Was ist das wieder die Karte? Tja, das ist natürlich schlecht. Ich glaube, ich habe alles, was ich brauche, aber... So, schauen wir mal. Steht da noch was im Buch? Jetzt irgendein neuer also Punkt. Schön. Wonach soll ich suchen? Der Sinn des Lebens. Na gut. Okay, da ist also jetzt nix. Ich rede lieber nicht mit ihr. Okay. Ich weiß nicht, was ich ihn fragen soll. Und ich möchte nicht neugierig wirken. Entschuldigung, was ist das für ein Viech, das Sie da dabei haben? Guck mal, ich habe eine magische Brille. Tja. Oh, hinter euch ist auch nichts. Betrachten wir doch mal den Transportballing. Ein Transportball? Vielleicht gepresste Baumwolle oder so. Guck mal, ich hab einen Ring. Oder muss ich ihr die...
betrachte den Brunnen. Ja, dann betrachte ihn doch einfach. Ich weiß nicht, was das im Brunnen darstellen soll, aber ich hoffe, mir wird so etwas niemals begegnen. Das ist ein Seeschweinchen, das sieht man doch. Mensch, jung. Zauberstab, da geht auch nichts. Ein mächtiges magisches Artefakt. Tja. Hallo Ivo. Hast du schon einen Weg? Noch nicht. Kann ich hier von oben das Seil irgendwie, wenn ich hier oben bin, kann ich von hier irgendwie das Seil runterlassen? Kann ich hier irgendwo ein Seil festmachen? Entschuldigung. Können Sie das mal halten? Ah, da ist ein Balken, okay. Das geht nicht. Die Kopfgeldjägerin würde es bemerken. Dann müssen wir sie mit einer Ablenkung ablenken. Guck mal hier, ein mächtiges magisches Artefakt.